Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen, sage ich mal, Vlog, Video, warum jetzt die ganze Zeit nichts kam und so. Und ihr werdet es schon sehen. Ihr kennt ja mein Zimmer so ein bisschen, ne? Ihr seht es jetzt schon hier so ein bisschen im Hintergrund. Hier hängt meine Besonkelslage da, mein Plakat. Das ist alles noch normal, das kennt man ja. Hier hängt meine Pinnwand, die kennt man auch noch. Und hier fängt schon an, neu zu werden. Da ist mein Tisch. Der ist neu beispielsweise, hier das gute Stückchen. Mein Bettchen habe ich ein bisschen verstellt, da habe ich meine Flaggen, also nicht wundern, ich habe da eine Nord- und eine Südflagge von der USA und ja, weil ich einfach Flaggen mag, nicht wegen dem politischen Hintergrund, nicht, dass ihr jetzt irgendwelche Scheiße von mir denkt. So, ja, so viel dazu. Dann haben wir hier meinen Couchbereich mit Regal. Das Regal ist im Übrigen auch neu, habe ich auch erst gemacht. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, dann sieht man es ein bisschen besser. So, ja, da oben meine BVB-Dosen und ein paar Comics von mir. Weil ich mag Comics, da ist ein bisschen Kaffee. Will jetzt aber keine Fremdwerbung davon machen. Da ist mein Kaffeemaschinchen noch und meine Spiegelecke. Da hat sich auch nicht viel verändert. Hier ist meine Fensterecke. Da hat sich auch nicht wirklich was verändert. Groß. Hier stehe ich, seht ihr. Hier ist mein Schreibtischstuhl, der mir ein bisschen zu blöd ist für da hinten. Ja. Dann muss ich mal eben meinen Bildschirm ausschalten, weil ich will ja keine Fremdwerbung machen für irgendwas. So, okay. Jetzt drehen wir uns einmal nach hier rüber. Da ist jetzt mein Fernseher und meine Dartscheibe. Da hat sich auch nicht viel verändert. Der Tisch hat sich geändert halt. Ja, hier habe ich mein PC-Eckchen, mein Rechner mit einem Bildschirm. Das gute Stück hier, mein anderer Bildschirm, den kann ich euch auch mal zeigen. Der ist im Augenblick aber nicht angeschlossen. Der liegt hier unten. Da unten drinnen liegt er. Das schwarze Ding. Jo. Genau. Das ist Punkt 1, warum jetzt, wie gesagt, die ganze Zeit nichts gekommen ist und so. Dann Punkt 2, da oben sind meine paar Bildchen, das muss ich aber auch nicht unbedingt alles zeigen. Punkt 2 ist dann noch der Aspekt, dass ich zwischendurch jetzt einmal ein Praktikum hatte, das wusstet ihr ja, das habe ich euch ja erzählt, dass ich da nicht so viel Zeit habe. Dann hatte ich dazwischen den Lehrgang, das wusste ihr auch, danach kam ja auch schon wieder was, aber ich habe halt irgendwie schon 3 gekriegt, dann hatte ich zum Teil so ein paar. Nee, ihr werdet jetzt sagen, das ist eine Ausrede, aber dann hat es zum Teil ein paar psychische Sachen. Deswegen habe ich auch den Hut auf, wegen meinen, naja, wegen meinem Kopf, meinen Haaren und so. Aber da müssen wir nicht weiter drauf eingehen. Jedenfalls ist jetzt wieder alles gut. Ich denke mal, es werden jetzt demnächst auch wieder Videos folgen. Vielleicht heute sogar schon nach dem Video, was jetzt hier kommt. Weil, ja, wenn es jetzt wieder ein neues kostenloses Game gibt irgendwo, dann werde ich euch das auf jeden Fall reinhauen, weil es wird jetzt jeden Sonntag darum gehen, um App-Spiele, beziehungsweise um Spiele, die man sich kostenlos vom PC holen kann, etc. Da hier meine Pinnwand kennt ihr, da ist noch so ein schönes Golfding dran. Ja, und ansonsten wird alles eigentlich so bleiben, wie es ist. Erstmal wird COD am Montag kommen, am Sonntag das Dingsprojekt, was vorher lief, das geht nicht mehr leider. Also hier, wie ist das? Assassin's Creed 3 kann ich leider nicht mehr machen, weil mein PC sagt, nö, fick dich so ungefähr. Und deswegen geht's nicht. Deswegen wird am Montag COD kommen, Mittwoch wird League of Legends, wollte ich schon sagen, nein, da wird Ruins of Magic kommen. Am Freitag wird dann Need for Speed wieder kommen und sonntags werde ich mich darauf beschränken, wenn ich es schaffe, das wird aber nicht immer kommen, ein App-Video zu machen zu einer schönen App, die mir gefällt oder die ich euch vorstellen würde gerne oder zu einem Spiel, was man sich kostenlos herunterladen kann oder zu einem App-Spiel oder wie auch immer. Oder wie man irgendwas ausführt, wie man irgendwelche Sachen macht, wie auch immer. Oder es kommt ein Tutorial, mal sehen. So viel dazu. Ich hoffe, das hat euch erstmal so gefallen, dieser kleine Einblick und so. Und ihr habt jetzt gesehen, warum und dass es jetzt auch alles schön ist. Und ja, naja, wie gesagt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut beim nächsten Video von mir vorbei. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Abonnieren natürlich nicht vergessen. Ein Like nach oben, wie immer, wenn ihr das Video feiert. Und ja, bis zum nächsten Mal und haut rein. Ciao.